Servus Radfreunde, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Die Zeit des vielen Herumhockens, des vielen Essens. Und für mich ist jetzt ein wenig Bewegung längst überfällig. Die letzten Tage waren relativ kalt, graues Wetter. Man kann sehen, im Schwarzwald liegt dieses Jahr wie immer mal wieder kein Schnee zu Weihnachten. Und jetzt 3 Tage nach Weihnachten, ein sonniger Dezembertag. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein wenig mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Keine große und spektakuläre Radtour, sondern einfach eine kleine Radrunde durch die Dezemberlandschaft des Schwarzwalds. Dieses Mal wieder relativ ungewöhnlich grün hier. Und ihr könnt dabei sein. Ich habe die Kamera dabei. Und es gibt einige Eindrücke vom Schwarzwald. Ganz ungewohnt, schneefrei im Dezember. Sonniger und trockener Dezembertag 2018 und wie allzu oft startet meine Radtour hier oben auf dem Fahlberg bei Dornstetten. Angenehme 6 Grad in der Sonne und ich werde auf der heutigen Radtour versuchen, möglichst oft in der Sonne zu starten und wenig im Schatten. Sobald man mit dem Fahrrad in den Schatten reinfährt, gleich mal gefühlte 5 Grad kälter. Es ist vereist hier, die Luft eisig kalt und deshalb die Tourenplanung habe ich schon ein wenig im Kopf, aber ein wenig Spontanität ist dabei heute. Sobald ich mit dem Fahrrad im Schatten unterwegs bin, gefrorene Wege, eisglatte Flächen. Ich muss wirklich vorsichtig sein, dass ich nicht ausrutsche mit dem Fahrrad. Und das ist auch der Grund, dass ich heute mich für eine Radtour auf der sonnigen Höhenlage entschieden habe. Ich hatte mal ursprünglich vor, im Winter durchs Murgtal zu radeln, aber ich merke einfach, sobald Wald, Schatten da ist, ist es eisig kalt, die Wege gefroren. Es ist gefährlich. Und im Murgtal ist um die Jahreszeit noch viel kälter. Da sammelt sich die Kälte in der Tallage. Und deshalb bin ich jetzt froh, dass ich gleich wieder in die Sonne komme, hier kurz vor Schopfloch. Auch bei meinen weihnachtlichen Spaziergängen habe ich gemerkt, sobald eine Hecke am Wegrand ist, ist direkt daneben im Schatten noch gefroren. Man muss höllisch aufpassen. Der Schein trügt, die Wege sind zwar hier abgetaut, aber trotzdem, alles ist durch den Nachtfrosch immer noch eisig kalt und ich möchte heute keinen Knochenbruch riskieren. Über den Aussichtspunkt Rödelsberg bei Schopfloch geht es jetzt weiter in Richtung Horb am Neckar auf der sonnigen Höhenlage. Vor 2 Tagen hat man von hier aus noch die Alpen gesehen in der Schweiz, aber heute ist einfach zu diesig.
Die letzten Radtouren der Saison und die ersten Radtouren der neuen Saison führen meist hier oben auf der Höhenlage zwischen Schopfloch und Horb entlang. Eine sonnige Höhenlage, gut ausgebaute und auch relativ ebene Radwege abseits des Verkehrs. Was möchte man mehr zu Saisonende oder zu Saisonbeginn, wenn die Beine nicht mehr ganz so fit sind und auch die Temperaturen noch relativ niedrig sind. Die schattigen Waldwege im Schwarzwald habe ich sehr während des Hitzesommers 2018 genossen, als ich damals mit dem Fahrrad auf der Höhenlage des Schwarzwalds unterwegs war. Aber jetzt im Winter ist der Schwarzwald eher ungeeignet fürs Fahrradfahren. Matschige, vereiste Waldwege, viel Schatten und Kälte. Da zieht's mich mit dem Fahrrad eher in Richtung des Heckengäus nach Horb oder in Richtung Neckartal und Herrenberg. Die Radjacke, die ich heute anhab, mal in einem ungewöhnlichen Blauton und nicht wie immer in einem vertrauten Neongelb. Die Radjacke habe ich schon ewig, ein Schnäppchen, um 25 Euro habe ich die damals vor zig Jahren bei eBay gekauft. Eine sehr, sehr warme Radjacke. Allerdings um den Preis darf man auch nicht allzu viel erwarten. Das Gewebe ist nicht sehr atmungsaktiv. Und sobald man kräftig in die Pedale tritt, dann kondensiert der ganze Dampf und Schweiß an der Innenseite der Kleidung. Und sobald dann die Anstrengungen nachlassen, fühlt sich das Ganze relativ nass an. Man muss die Jacke zu Hause dann umdrehen, wieder austrocknen lassen. Trotzdem, heute ist die ganz passend. Sie gibt jetzt schön warm und ich vermeide es jetzt auch, richtig kräftig in die Pedale zu treten. Heute ist einfach nur eine Genussradtour, um einfach mal wieder ein wenig Frischluft zu schnappen. Oberhalb von Grünmätschen rolle ich jetzt ganz entspannt weiter in Richtung Horb zum Schütteturm. Überall dort, wo die Sonne noch nicht hinkommt, liegt richtig viel Reif auf den Wiesen. Und bei den schattigen Passagen muss ich immer wieder aufpassen, dass ich auf den vereisten Radwegen nicht ausrutsche. Genau 12 Uhr mittags, der idealste Zeitpunkt, um in den Wintermonaten mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn die Sonne am höchsten steht. Denn ab 15 Uhr wird es schon spürbar dunkler und auch wieder kühler. Mein Mittagessen wurde heute durch ein relativ spätes, aber ausgiebiges Frühstück ersetzt. Und dann am Nachmittag wird es dann nachgeholt, wenn ich dann ausgehungert von der Radtour zurück
nach Hause kommen. Doch bis dahin ist noch eine Weile. Jetzt erst mal der Blick übers Neckartal in Richtung der Schwäbischen Alb. Die Aussicht heute relativ diesig. Gegenüberliegend die Aussicht in Richtung Herrenberg, Schönbuch und Tübingen. Aber auch hier die Sichtverhältnisse stark eingeschränkt. Gerade eine richtig eisige Abfahrt. Die Temperaturen sinken auf unter 4 Grad, trotz Sonnenschein auf der Höhenlage. Vom Schütteturm bei Horb genieße ich jetzt kurz die Aussicht übers Neckartal. Immer wieder schön hier oben zu stehen. Anschließend geht es hinab mit dem Fahrrad auf den Neckartalraddeck. Und so schattig, wie es dort unten aussieht, habe ich die Befürchtung, dass es dort unten dieses Mal nicht wärmer ist wie hier oben auf der Höhenlage, sondern ein ganzes Stück kühler. Aber macht nichts. Ganz so lang werde ich auch nicht auf dem Neckartalradweg entlangradeln, sondern nur bis nach Dettingen. Auch die Abfahrt ins Neckartal, ein kaltes, eisiges Unterfangen. Und ich muss auch hier auf der Strecke vorsichtig sein, dass ich nicht mit dem Fahrrad ausrutsche. Immer wieder vereiste Stellen. Die Abfahrt hinab ins Neckartal zum Neckartalradweg war richtig eisig kalt. Mir ist ganz klamm geworden und auch hier unten ist relativ kalt. Die Kälte des Dezembers hängt eben hier im Tal fest. Ich genieße jetzt den Moment, wo ich jetzt wieder ein wenig in die Sonne komme, hier im Neckartal. Schau, dass ich kräftig in die Pedale trete, dass mir wieder warm wird. Und dann folgen ein paar Höhenmeter von Dettingen hoch in Richtung Dürrmetstetten. Da wird mir dann hoffentlich wieder warm. Der Neckartalradweg, ein sehr beliebter Radweg für die ganze Jahreszeit über. Soeben wurde ich von 2 Rennradfahrern überholt. Auch die nutzen es aus, dass der Weg fast durchgängig asphaltiert ist. Gut ausgebaut und durchgängig eben, was möchte man mehr, da kann man dann auch mal im Winter
eine etwas größere Tour machen. Hier auf der schattigen Seite des Neckartals ist wirklich verdammt kalt. Mein Fahrradcomputer zeigt inzwischen nur noch 1,4 Grad an und die Temperatur sinkt immer noch, die Anzeige gefühlte minus 4, minus 5 Grad. Und ich bin wirklich froh, wenn ich wieder hoch auf die sonnigen Höhenlagen komme in Richtung Dürremitstetten-Prioberg. Es waren jetzt nur 5 Kilometer, die ich auf dem Neckartalradweg entlang geradelt bin. Aber gefühlt war es eine Ewigkeit. Es war wirklich eisig kalt. Ich muss die Feststellung machen, im Frühling ist der Neckartalradweg wirklich ideal. Wenn die Sonne wieder rauskommt, dann ist hier wärmer als oben auf teilweise der windigen, kalten Höhenlage. Aber jetzt im Winter, da hängt die Kälte dort fest. Und ich bin richtig froh, dass ich jetzt ein paar Höhenmeter raus aus dem Neckartal mache in Richtung Prioberg. Dabei wird mir jetzt zusätzlich warm und oben erwartet mich hoffentlich wieder die Sonne. Direkt vor mir die Ortschaft Prioberg im Sonnenschein. Mein größtes Paket an Höhenmetern ist geschafft und mir ist jetzt auch wieder kräftig warm geworden. Ich habe sogar meine Radhandschuhe ausgezogen, meine Jacke ein wenig geöffnet und ich muss sagen, es tut richtig gut, mal wieder ein wenig zu schwitzen. Denn als ich vorhin die Abfahrt ins Neckartal gemacht habe und anschließend nur gemütlich im Neckartal entlang geradelt bin, relativ eben, ist mir richtig kalt geworden. Da bringen dann selbst die Winterradschuhe und die warme Winterradjacke nichts mehr. Man wird richtig klamm. Und jetzt bin ich wieder aufgewärmt. Ich nehme jetzt gleich die letzten Höhenmeter in Richtung Dürremitstetten in Angriff.
die Ortschaft Dürrmettstetten habe ich erreicht. Und jetzt gibt es noch den obligatorischen Abstecher zum Aussichtsturm mit dem Fahrrad. Der darf irgendwie bei keiner Winterradtour fehlen. Auch im letzten Jahr hat mich eine Radtour bei Schneegestöber dorthin geführt. Ich stehe jetzt hier oben auf dem Aussichtsturm in Dürrmettstetten und möchte den Moment hier oben nutzen, mich von meiner winterlichen Radtour zu verabschieden. Dieses Jahr leider ohne Schnee, aber wir im Schwarzwald, wir müssen uns so langsam darauf einstellen, dass wir eben hier zur weihnachtlichen Zeit eben keinen Schnee mehr haben. Der Klimawandel hat es bewirkt. Dafür kann ich jetzt im Sonnenschein mit dem Fahrrad ganz entspannt zurück nach Dornstetten radeln, hier auf der Höhenlage. Jetzt genieße ich noch kurz den Ausblick in die Ferne. Auch hier oben ist er heute nicht ganz so toll. Und danach geht es dann weiter mit dem Fahrrad zurück in Richtung Hallwangen.